Bischof Dr. Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und damit gleichzeitig der Vorsitzende des Synodalen Weges, hat in den letzten Jahren immer wieder gegen die glaubenstreuen Bischöfe gewettert. Sie würden nur blockieren, sie würden keine Argumente haben, sie würden nicht an den Treffen teilnehmen, etc., etc., etc. Nun könnte es aber so sein, dass er sie wirklich vermisst, denn obwohl er sie nicht mochte, waren für sie, diese glaubenstreuen Bischöfe, für ihn, Betzing, sehr nützlich. Und zwar um den Linksaußenrand im Synodalen Weg zu disziplinieren. Diese Bischöfe werden aber in den nächsten Gremien, die jetzt sich jetzt bilden, wahrscheinlich nicht teilnehmen. Es sind zwei Gremien und diese beiden Gremien werden eigentlich bestimmen, wie es weitergeht mit diesem fürchterlichen, unseligen Synodalen Weg. Und zwar, es ist der sogenannte Synodale Ausschuss und es ist ein Ausschuss, ein zweites Gremium, der die Segensfeiern vorbereiten sollen, die vorgesehen sind, einzuführen in den deutschen Bistümern. Erstmal zum Synodalen Ausschuss, ganz kurz, weil ich das schon mehrmals behandelt habe. Und zwar, der Synodale Ausschuss ist im Grunde genommen eine Synodalversammlung, nur viel kleiner und wo die ganzen Glaubenstreuen komplett weggefallen sind. Sie waren schon zum großen Teil weggefallen. Es gab eine ganze Reihe von Damen, die zurückgetreten sind. Sie haben dann nicht mehr teilgenommen und so weiter. Aber nun werden eine ganze Reihe von Bischöfen da nicht mehr teilnehmen. Und zwar immerhin 5 Diözesanbischöfe, die auch in Rom protestiert haben und gesagt, ja, wie ist das da mit diesem Synodalen Rat, das geht überhaupt nicht. Und sie haben ja recht bekommen, das waren die Kardinäle Wölki und die Bischöfe Voderholzer, Hanke, Meyer und Oster, also immerhin. Und es gibt ein paar Kandidaten, die, wenn Sie wollen, Wackelkandidaten sind, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass sie irgendwann mal auch sagen, also an diesem Synodalen Ausschuss werde ich nicht mehr teilnehmen, denn es wird mir zu bunt. Aber das ist wirklich für Bischof Betzing äußerst unangenehm. Denn bis jetzt im Synodalen Weg war Bischof Betzing sozusagen der Anführer seiner Kirchenrevolution, seiner antikatholischen Agenda mit Gender, Feminismus und so weiter. Aber jetzt, wo diese ganzen glaubenstreuen Bischöfe sozusagen weggezogen sind, die werden da nicht teilnehmen, ist er alleine gegenüber dem ganz Linken, die ganze Zeit gesagt haben, es ist uns egal, ob es einen Bruch kommt mit Rom oder nicht, denn wir müssen unsere Agenda ja oder ja durchsetzen. Aber die große Mehrheit in der Synodalversammlung hatte tatsächlich Angst vor einem Schisma und dieser Vorwurf des Schismas hat wirklich gewirkt. Ja, also das war wirklich sehr stark präsent. Die wollten eigentlich im Grunde diese heretische Kirche einführen, aber nicht mit dem Risiko eines Schisma, denn dafür wirkt einfach die ganze Glaubensspaltung in Deutschland immer noch zu stark wie ein Trauma. Wie lange das noch anhalten wird, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist es so, dass Bischof Betzing immer wieder eigentlich diese glaubenstreuen Bischöfe verwendet hat, um den Linken zu sagen, pass auf, wenn wir keine Kompromisse machen, werden wir nichts erreichen, dann werden wir überhaupt keine Texte durchbringen können, weil diese Glaubenstreuen werden alles ablehnen, die werden sozusagen ihr Veto einlegen und damit haben wir überhaupt nichts erreicht. Und das hat wirklich gewirkt. Man muss ganz klar sehen, ich und ich glaube andere auch haben die ganze Zeit Bischof Betzing unterschätzt, was seine Verhandlungsfähigkeit ist. Da hat er sich wirklich unglaublich geschickt, als sehr geschickt dargestellt, insbesondere in der 5. Synodalversammlung. Er hat sich auch gegenüber dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken durchgesetzt, denn diese, also insbesondere Frau Dr. Irmestetter-Karp, die Präsidentin des CDKs, die wollten eigentlich nicht mehr verhandeln. Die wollten sagen, okay, die Texte stehen so und so werden wir über sie abstimmen, ja, und sie wollte lieber gescheiterte Texte als völlig aufgeweichte Texte. Ja, und da hat sich Betzing tatsächlich durchgesetzt. So, was ist die Situation jetzt? Jetzt ist Betzing quasi das konservativste Element in diesem Synodalen Ausschuss geworden. Ja? Also die Nachfolgeorganisation sozusagen der Synodalversammlung. Er ist jetzt der konservativste und er steht gegenüber ganz Linken. Und er kann diese nicht damit disziplinieren, zu sagen, pass auf, wenn wir nicht Kompromisse schließen, werden die Konservativen gegen uns stimmen und das Ganze ruinieren. Ja? Das heißt, wir haben eine Situation, die wirklich frappierend ähnlich ist mit der Situation in Deutschland nach dem Reichstag zu Worms. Ja? Da war ganz klar, dass die Glaubensspaltung kommt. Ja? Und plötzlich war Martin Luther nicht mehr der Anführer der Revolution, weil die Katholiken, das war klar,
die waren gar kein Gesprächspartner mehr. Da war die Glaubensspaltung da, ja, und man konnte nicht mehr sagen, okay, wir müssen uns irgendwie noch mit den Katholiken einigen, ja, um unsere, damit wir nicht als, ja, schismatisch gelten oder als ja, eine neue Kirche. Plötzlich waren die Katholiken nicht mehr da als Ordnungsfaktor und dann stand Martin Luther gegenüber Leuten, die sich schon viel stärker radikalisiert hatten, wie zum Beispiel Thomas Münzer. Und Sie wissen die Geschichte, da kam es zum Bauernkrieg, da kam es zur Marburger Disputation zwischen Martin Luther und Calvin etc. 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 Das heißt, dann wurde das Ganze eine innerprotestantische Debatte und jetzt ist genau die Situation gekommen mit der Synodalkirche. Ja, jetzt ist die Debatte nicht mehr zwischen Betzing und Bischof Voderholzer oder Bischof Hanke und so weiter. Jetzt ist die Debatte zwischen Bischof Betzing und den ganzen Linken auf der einen Seite. Also es ist wirklich dieselbe Konstellation. Es ist unglaublich, wie die Geschichte sich wiederholt. Unglaublich. Gerade in Deutschland mit einem, also das ist frapprierend. So, und das ist das zum synodalen Ausschuss. Aber jetzt kommt auch ein zweites Gremium, das ist ein getrenntes Gremium, und zwar ein Gremium zwischen der Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, und zwar zur Ausgestaltung der sogenannten Segensfeiern. So, wenn Bischof Betzing nach wie vor so vorgeht, wie er bis jetzt vorgegangen ist, das heißt, auf jeden Fall etwas Schismatisches, irgendwie zumindest dem Ansehen nach zu verhindern, ja, das heißt, er trickst rum und so weiter, so dass man irgendwie gerade noch sagen kann, okay, ich habe ein de facto Schisma tatsächlich verhindert, dann könnte er folgenden Trick anwenden, und zwar das, was die flämischen Bischöfe genannt haben. Das heißt, in den letzten Tagen wurde immer wieder gesagt, die flämischen Bischöfe haben Segensfeiern eingeführt und so weiter und so fort, aber das stimmt ganz exakt nicht. Und zwar, was haben sie gemacht? Sie haben de facto gemeinsame Gebetsfeiern, wenn sie wollen. Aber einen konkreten Segen haben sie nicht eingesetzt. Ja? Was sie getan haben, die haben gesagt, okay, dann soll dieses Paar kommen und dann machen wir eine ganze Reihe von Gebeten und dann was sie und so weiter. Aber eine konkrete Segnung ist das nicht. Es ist interessant, dass wer das tatsächlich sehr gut beobachtet hat und sehr gut darstellt, ist katholisch.de, weil denen ist es aufgefallen. Weil natürlich jemand, der sich nicht so mit liturgischen Sachen auskennt, ja, der sieht das nicht auf den ersten Blick. Aber so sind sie der Stellungnahme des Vatikans sind sie der Stellungnahme umgangen vom Februar 2021, wo der Vatikan ganz klar sagt, solche Segnungsfeiern können nicht stattfinden. Die Kirche darf und kann solche Segnungen nicht durchführen. Das heißt, dem sind sie umgangen und haben im Grunde genommen eine Gebetsveranstaltung gemacht, die natürlich für jeden Otto Normalverbraucher eigentlich tatsächlich wie eine Segnungsfeier aussieht. Es ist ein Trick. Wir müssen davon ausgehen, dass wir es mit Leuten hier zu tun haben, die alle Mittel benutzen, um ihre Agenda durchzusetzen. Ja, also leider ist das so. Ja. Also wir werden hier, man versucht uns ständig über den Tisch zu ziehen. Das muss man ganz nüchtern feststellen. So, nehmen wir an, Bischof Betzing versucht so eine Segensfeier, sagen wir, sowas einzuführen. Da wird in diesem Ausschuss, wo wahrscheinlich die Konservativen, nehme ich mal an, nicht sein werden, die Konservativen werden nicht in dem Synodalen Ausschuss sein und sie haben auch nicht diese Mitglieder, die ja auch total links sind, sie haben sie nicht gewählt, weil sie wollten diesen Synodalen Ausschuss keine Legitimation geben. Das heißt, es ist völlig klar, dass sie da nicht sein werden. So, das Logische wäre, ist, dass sie auch nicht teilnehmen in diesem Gremium, welches über die Segensfeiern debattieren wird. Das heißt, wenn da zum Beispiel jemand wie ein Konservativer, irgendeiner, da haben sie natürlich immer das Risiko, die Linken, dass der sich an Rom wendet und sagt, pass auf, die wollen hier Sachen machen, die ganz klar gegen das Kirchenrecht sind und so weiter. Denn tatsächlich solche Sakramentalien dürfen nicht auf dieser Ebene eingeführt werden. Außerdem, das habe ich hier in einem Video schon dargestellt, das Ganze ist kirchenrechtlich falsch, es widerspricht Stellungnahmen, es widerspricht dem katholischen Lehramt, der katholischen Moral und so weiter. Das heißt, da könnten die diesen Trick erfinden, eben, okay, wir setzen uns zusammen und wir werden jetzt zusammen beten. Ja, wie gesagt, für normale Leute, für viele würde das so aussehen wie eine Segnung, ist es aber streng genommen, technisch gesehen nicht. Es ist im Grunde genommen ein Fake, aber so würden die dann einen Brief aus Rom verhindern.
Okay, die Frage ist natürlich jetzt, wenn jetzt Bits of Betzing die ganzen Konservativen nicht mehr als Drohinstrument hat gegen die Linken, würde er sich damit durchsetzen? Weil viele Leute werden sagen, nee, warte mal, das ist doch ein Fake, was du da machen willst. Ja, das ist doch keine Segnung. Ja, das sind ja keine Dummköpfe, die da sitzen werden in diesem Ausschuss, sondern wahrscheinlich Leute, die Ahnung haben von Liturgie. Und die werden sagen, nein, wir wollen jetzt eine Segnung. Und das, was du machen willst, ist ein Fake. Ja? Du willst im Grunde sagen, okay, diese Geschichte, das heißt, damit die ganzen Basisgruppen irgendwie zufrieden sind, ja? Aber de facto erfindest du eine andere Geschichte. Das ist tatsächlich, was die flämischen Bischöfe gesagt haben. Also Bischof Bonny war in der Synodalversammlung, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, das, was er erzählt hat, das war nicht ganz ehrlich, ja. Der hat gesagt, ja, wir haben uns mit dem Papst unterhalten und so weiter und er war nicht dagegen. Aber es war auch keine Segnungen, ja. Das muss man ganz klar sagen. Das muss man wirklich wiederholen. Vielleicht studiere ich das Ganze und mache ein Video nur darüber. Ich möchte nicht sagen, dass das, was die flämischen Bischöfe gut waren, weil de facto ist es ein Fake, ja. Es ist eine Simulation letztendlich, ja. Und die wollen im Grunde die Leute in das Licht führen, ja. Aber die wollten eben nicht schismatisch wirken. Die wollten nicht das Risiko eingehen, okay, da kommt Rom und sagt, pass auf, das geht nicht und dann müssen sie das alles zurückziehen. Das wollten sie nicht. Also Sie sehen, okay, jetzt wird Bischof Betzing im Grunde mit Leuten debattieren müssen, die wirklich richtige Hardliner sind. Also viel, viel schlimmer als er selbst. Ja? Und da bin ich wirklich gespannt, wie er sich, wie er da reagieren wird, wie er da durchkommt mit Leuten, die wirklich jetzt alle, die bis jetzt für ihn waren, ja, weil die akzeptiert haben, okay, wir müssen Kompromisse schließen und so weiter, aber die jetzt möglicherweise alle gegen ihn sein werden. Das heißt, möglicherweise ist es bald so, dass Bischof Betzing eigentlich abgesetzt werden muss oder zumindest nicht mehr als Anführer dieser ganzen Kirchenrevolution taugt, weil er im Grunde viel zu moderat ist für diejenigen, die jetzt übrig geblieben sind, um diese Kirchenrevolution des synodalen Weges voranzutreiben. Vielen Dank.